Jimmy und Ron und spielen Warframe. Und Jimmy darf jetzt mal hier rüberkommen. Nö. Dann lasse er es. Tu ich doch. Tust du gar nicht, du bist doch da, du. Lügenduße, das bist du. Ich glaube, du sollst heimlich. Oder? Nee, ich hab nicht heimlich. Ich glaube, du bist... Irgendwelche Drogen auf jeden Fall. Irgendwas nimmst du auf jeden Fall zu mir. Ja. Ich würde sein, dass oder der Mensch davon was abgeben, damit wir alle auf dein Level kommen. Mein Level könnt ihr gar nicht kommen. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen Drogen essen. Dafür müssen erstmal neue Psychedelika erforscht werden. Ne? Psychopharmaka. Nein, nicht Psychopharmaka. Na, wobei, im Endeffekt ist es ja auch Psychopharmazie. Also von daher. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Jetzt wollte ich gerade mit zwei Waffen weg. Ja, ich kenne das. Ich habe auch mal das Bedürfnis gehabt. Hey! Gesundheit! Das wischst du selber weg, mein Freund. Ja, auf jeden Fall. Oh, hoi. Das war doch mehr als nur ein Nieser. Naja, auch ein kurzer nasaler Orgasmus. Praktisch ein Nose-Cum-Shot, ja? Hä? Was? Nein! Das ist überhaupt nicht. Ein Cum-Shot durch die Nase würde ich damit. Naja, aber warum denn? Ja, wenn meine Nase einen Orgasmus. Ja, aber das. Weißt du, was die Bedeutung eines Cum-Shots ist? Ja, aber. Es war halt. Ja, aber wie soll denn meine Nase sich selbst einen Cum-Shot geben? Dann hat deine Nase halt gejizzt. Besser. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn als ein Kampfschott. Abgespritzt selbst zu sagen. Ja, das wollte ich sagen, aber es kam nicht raus. Na, wobei, wenn man es richtig nur hat, meine Nase, wahrscheinlich meine Nasen Schleimhäuten oder meine Nasenwänden gerade ein Kampfschott verpasst. Aber. Für so Mission ist dieses Target eigentlich ganz geil. Die ganzen Holzköpfe rennen da einfach hin. Aber. Wenn du eine Granate hättest oder Flächenschaden, dann wäre das, glaube ich, ein easy Tag. Sind auch relativ low, was die Wellen angeht. Also du brauchst auf jeden Fall Fähigkeiten Dauer und Fähigkeiten Stärke, weil damit das Ding länger steht. Ja. In deinem Ziel. Sollte doch machbar sein. Ich kenne doch deine Karten nicht, oder Mods. Na, ich habe die Karten dafür auf jeden Fall da. Muss doch immer gleich übertreiben, ne? Ja, wenn die so schön auf einer Ecke stehen, ist mein Klingensturm und prädestiniert dafür. Jo. Welchen Warframe hattest du jetzt? Ash. Ah, okay. Und das immer noch verkneife ich mir einfach mal. Naja. Weißt du noch, welchen ich hab? Hat mich ehrlich gesagt auch nie interessiert. Aber das hat mich nicht interessiert, das hat mich kurz nur mal 10 Wahrnehmungen interessiert und danach nicht mehr. Nachdem ich gehört habe, was er kann, dann von daher, nein, keine Ahnung. Na, ich habe überlegt, eventuell doch einen neuen Warframe zu machen, aber... Naja. Es gibt halt so viele. Ja, so viele, ja, ist relativ. Ich glaube, es sind 20 oder so mittlerweile. Ja. Da liegt übrigens eine Mod, falls du die... Ja, aber ich. Okay. Ja, muss mal gucken. Ich meine, du hast auch diesen Healer, der ist ja später wahrscheinlich in größeren Kämpfen gar nicht so verkehrt, aber. Könnte hilfreich sein. Ich finde echt gar nicht so schlecht, aber er ist nicht so ganz meine Bedürfnisse. Aber wahrscheinlich gibt es den ich dann für mich am passendsten finden würde, so von den Fähigkeiten her wahrscheinlich eh nicht so ganz. Also. Ja, das ist natürlich möglich.
Muss ja halt gut die Fähigkeiten durchlesen. Ich meine, das ist ja eh das Wichtigste. Ja, ja. Und die haben natürlich auch alle unterschiedliche Rüstungswerte und hast du nicht gesehen. Na, das ist ja irrelevant, aber das ist ja ein Mods. Ja, du wirst ja am Anfang mit dem Level 1 Warframe so oder so die Fresse kriegen, wenn du nicht aufpasst, weil es halt einfach... Ja. Ist einfach scheiße. Da liegt übrigens noch ein Mod. Hast halt nichts. Ja, da wird auch noch so einiges fallen. Ich würde auf jeden Fall nach Fähigkeiten aussuchen. Mhm. Gibt ja jetzt auch den Affengott oder was da ist? Ja, den Wukong. Ja. Da ist er ja! Feuerspeine, Dummsau. Ist das alles? Säure? Was? Ja, ist das Säure? Ja, ja, fertig. Wir können auch noch kämpfen, können auch noch eine Welle bei. Ja, dann lass uns doch noch eine Runde machen. Dann würde ich auch noch auf Kampf drücken. Ja, ja, mach ich jetzt. Das ist gut. Das ist aber lieb. Ich habe noch 10 Munition in meiner Primärwaffe. Das tut mir leid. Und mir erst. Ich hatte ja Max Munition, das Beste, was du kriegen kannst. Ich habe keine gute Karte dafür. Da gibt es andere, die sind besser. Und ich habe meine Waffe, falls du es gesehen hast, habe ich eine andere drin als vorher. Ja, damit nix. Ich habe noch über 700 Schuss in beiden Waffen und beide sind vollautomatisch. Also. Ja, ich habe keine Modplätze dafür oder nicht genug Modplätze dafür. Das ist mit das erste, was ich machen würde. Darauf gehen. Na, wobei das allererste, worauf ich gehen, war tatsächlich Doppelschuss. Aber. Beziehungsweise die Chance auf Doppelschuss. Du hast ja damit keinen safe Doppelschuss. Aber. Nee, leider nicht. Ja, charge mich halt an, das ist mit dir bald. Toh, so lange Liste. Zunächst mal, die sehen aus wie ausgekotzte Kackwürfel. Es ist durchweg richtig, ja. Junge, hätte ich aber eine. Habe ich hier doch genug Munition rum? Nun leider keine für die Waffe, die ich brauche. Aber spielst du auch ein Gewehr und Pistolen? Ja, ich habe jetzt ein bisschen aufgesammelt und etwa 90 Schuss gefunden. Also ich bin immer noch voll. Ich habe noch meine 600 Schuss wie vom Anfang und ich benutze meine Bronco gerade. Machst du wohl was falsch? Naja, du findest ja auch Munition mehr dadurch, wa? Naja, das eine haben wir mal nicht so drin. Brauche ich mal mehr Energie. Darüber kann ich gerade nicht klagen. Naja, gut, du hast auch keine Angriffsfähigkeiten. Ne? Aber ich benutze ja meine Fähigkeiten trotzdem relativ häufig. Ja, und du benutzt eine Fähigkeit. Ich benutze zwei und die Ultimate macht ja noch mal ein bisschen mehr Schaden. Glaube ich. Ich brauche immer hier am Verteidigungsding ein bisschen Hilfe. Ein bisschen ist gut. Ja gut, die anderen kamen jetzt danach. Mein Gott, nein, verreckt ihr Scheiße hier. Das war auch mein Gedanke. Versifften Heiler, was? Hinter dir! Oder hin? Ach da. In deinem Gesicht, Ron, in deinem Gesicht. Ich weiß nicht, mach die Augen auf. Geh zum Optik. Plötzlich weg und dann war er wieder da und dann war er wieder weg und dann war er wieder da. Ich hab gerade einen in die Treppe runtergeschubst. Roofkill.
Wo ist er denn? Du bist an dem vorbeigesprungen. Okay, das macht dann wiederum Sinn. Das erklärt zumindest, warum ich ihn nicht gesehen habe. Ich glaube, in so einem Modus ist die Autoschrot aber auch vielleicht nicht verkehrt, ne? Ja, ist halt nicht ganz so einfach ohne, oder sagen wir so, anders. Es braucht halt eine gewisse, einen gewissen Zeitaufwand, um Waffen zu craften. Ja. Also, da gebe ich Ihnen voll und ganz recht, Herr Joule. Von und zu, ja. Dr. Joule. Doktor. Von, Professor von, Doktor. Ich hätte, du wolltest jetzt Gott hören oder so, aber nee. Wenn du nicht willst. Sonst ich bin immer. Mein Gott, ich muss nicht Gott hören. Du bist ein Honk, ich sag's dir trotzdem wieder. Seit wann? Ja, seit. Weiß ich nicht, seit schon immer. Alles klar. Muss das Viech jetzt genau unter meinen Füßen kaputt gehen? Hab ich mir auch gedacht. Ach komm, halt doch die Fresse da jetzt. Silbersäure, ist ja ekelhaft. Ja. Macht Säure so die aus. Schweinchen. Ich glaube, höher als würde 10 brauchen wir echt nicht geben. Ich, glaub, nee, ich glaube nicht. Auch. Oder die Area-Effekte, oder? Oder die Munition? In dem Fall ja. Wobei, wenn du hier durchgehst, geht's eigentlich wieder. Ich hab wieder gut Munition, ne. Im Zweifel schnetzelt man sich halt durch, ne, aber... Na gut, wobei das später tatsächlich schwer werden könnte. Das glaube ich allerdings auch. Vor allem kommen da jetzt eine Arsch voll Heiler mit irgendwelchen Elite-Fickern. Ich sehe nicht. Die sind nervig, das ist voll. Eine Schwulblume? Ne, die Säurespuren. Ja, meine ich ja. Die sehen aus wie Blumen. Ne, das sind andere. Okay. Wo wollen wir denn hin, Fräulein? Naja, gut. Die sehen im entferntesten aus wie Blumen. Also, ja. Wie sehr hässliche Blumen. Sehr hässliche Blumen. Du hast auch sehr hässliche Blumen im Kopf, Leute. Ja, eine Blume muss ja nicht schön sein, ne? Boah, da wäre ich vorsichtig. Ich würde sagen, dass du grundsätzlich in jeder Blume was Schönes finden kannst. Boah, ich hab's nicht mit Blumen. Es ist nicht meine Welt. Ja, weil du ein Croton bist. Du bist ein Croton. Und du ein scheiß Franzose, und jetzt? Alter. Also, das mit dem Croton lasse ich mir noch gefallen, aber Franzose geht ja zu weit, Freundchen. Das habe ich mir fast gedacht, deswegen habe ich es gesagt. Ich habe einfach keine Zeit zum Nachladen. Ey. Na, ich verstehe das. Den komischen Typ hier, den sollten wir uns vielleicht mal holen. Jo, da fliege ich noch durch die Map. Ich glaube, ich wechsle mal wieder meine Hauptwaffe. Ich bin gleich down, wenn das so weitergeht, ey. Jo, ich bin down. Alter. Eskalieren die hier komplett? Nein! Nein! Na Gott sei Dank stirbt man nicht.
Ich danke dir ganz herzlich. Diese scheiß Feuersäurekacke hat mir irgendwie ein bisschen den Rest gegeben. Da verstehe ich so. Wo ist denn der letzte jetzt? Ah. Ah. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen eine Extraktion, wa? Genau. Ich glaube, wir würden noch mehr schaffen, aber... Ja. Ich habe der Hebel von Anfang an anders spielen müssen. Ich bin jetzt schon hops gegangen, my friend. Ich glaube... Ich glaube, da musst du von Anfang an anders spielen, so von wegen Pistole nur oder vielleicht bis Level 5 nur Nahkampf oder so. Oh, aber ansonsten. Aber es ist gut zum Waffenleveln, wa? Das ist allgemein gut, also zum Waffen, zum Farmen. Ja, also es hat auch wohl gut Ressourcen gegeben. Und gut lange gedauert, deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, wir sind cool.